Hallo? Ach nee, ich bin dumm, es ist passiert nur nichts. Oh shit, ich Simperlu, hab Scheiß auf Dankeschön. meinem Auto. Ah, Scheiße, es geht nicht weg. Scheiße, ey. Oh, fuck. Was mache ich jetzt? Kräftiger Reiben. Und das Ding ist, das wird nicht sein Wagen sein, sondern wahrscheinlich meiner. Finger weg von meinem Auto, Digga. Oh, es ist weg. McLaren. Warum eigentlich nicht? Ne? Das wäre auch wieder ein Rekord. So eine lange Nudel. Wenn man das erste Mal die Eltern von seiner deutschen Freundin kennenlernt. Die Liebe der Türken und Deutschen Ja. zueinander ist so alt, dass sie niemals zerbrechen wird. So ein Ding, ne? Merkt euch das an alle Nazis da draußen. So ein Ding ist das. Du meinst, wen Das war nominierst jetzt du? gut. Ihn hier. Grüß mich mal. Also, den Yarak, das Jahr kenne ich ja. Also, was gibt's? Döner, Lahmacun und Yarak? Döner, Köfte, Lahmacun und Yarak, meine drei Lieblingsgerichte. Die gibt's alle jetzt bei Hawal auf der Kolbstraße zu essen. Absolut wild, liebe ich. Ich liebe sie. Hatta heute seinen Imbiss aufgemacht, ne? Döner, Döner ist zu essen. Lahmacun und Yarak. Köfte vergessen. Köfte, Yarak-Köfte. Wir lieben ihn. Ja. Döner. Adana gibt's noch. Adana, ja. Was ist Döner? Ja. Lahmacun ist so eine kleine Rolle. Wie der da im Deutschland-Trikot sitzt, Digga. Das ist wirklich, also das ist wirklich. Ach Mann, Alter. Da soll mal einer sagen, wir Deutschen hätten keine Kultur. Achso. Und ja, mag ich am liebsten, wenn sie so richtig groß sind. Ja, Mann, Digga. So, ich lieb's auch, mir abends so einen richtig fetten Yarak einfach. Das ist das Geilste. Einfach mal abends so einen richtig fetten Yarak reinfressen. Wisst ihr, was ich meine? Schön zuerst Lahmacun, dann Köfte, dann das Süßlack und dann noch als Nachtisch einen richtig fetten Yarak reindrücken, Digga. Da hab ich richtig Bock drauf. Schön mit Minzsoße, Digga. Oh, Digga. Lecker Yarak. Lecker. So einen richtig großen, dicken Ja. Jarak. So einen richtig fetten, saftigen Yarak. Ach du Scheiße, Digga. Ach du Scheiße, Junge. Und ich frage mich immer, wieso immer meine Reifen kaputt sind, wenn ich bei Autowaschanlage bin. Aber da bin ich froh. Du Scheiße, Junge. Hey, warte, nein. Ich möchte jetzt richtig Zauberei sehen. Komm, jetzt. Das fällt alles hin, das fällt alles hin. Jetzt, pam. Au! Kauft euch vernünftige Pfannen. Tefal, MWF, irgendwas. Die nächste 4-7 steht in. Drin, Bruder! What? Wir sind drin, Alter! Niemals! Das war ja super einfach! Ich nach jedem Zeugnis. Meine Mutter im Einkauf gesagt hat, dass ich noch Süßigkeiten zurücklegen soll. Noch schlimmer, wenn du an der Kasse stehst und deine Mutter sagt, warte mal ganz kurz, ich gehe noch hinten das und das holen. Du stehst an der Kasse und die Leute vor dir werden immer weniger. Und irgendwann bist du dran, deine Mutter ist immer noch nicht da und du bist so ein 7-Jähriger, denkst dir, fuck, ich habe keine 1000 Euro. Ich weiß nicht, wie viel den Einkauf kostet. Jetzt muss ich hier gleich den Einkauf bezahlen. Meine Mutter ist weg, Hilfe. Kennt ihr das? Und dann ist das Ding, dann steht ihr an der Kasse, dann steht ihr an der Kasse, Leute, und eure Mutter kommt wirklich nicht wieder. Und dann steht ihr da. 3, 4 Monate an der Kasse und irgendwann kommt ihr ins Jugendheim, ne? Relatable, oder? Eins in den Chat, wer es kennt. Ja, die Community kann relate, meine Freunde. Was soll ich sagen? Revi spricht aus Erfahrung. Wir alle haben das schon mal durchgemacht, ne? Geh mal kurz Zigaretten holen. Hä, Papa, du rauchst doch gar nicht. Wo gehst du? Wieso hast du deinen Koffer dabei? Digga, also wirklich absolute Scheiß-Meme. Wenn der Lehrer mir wieder eine Ansage macht, wie scheiße dumm ich bin. Okay. Ja, Mann, immer wenn er auf dir rumhackt und du sitzt da nur so. Ja. Meine Mutter ist mein Fahrrad. Ist dein Fahrrad ganz bla bla bla, dass ihr alt ist, ne? Meint ja, alles gut, kannst du damit fahren? Ich fahre mit dem Pedalebricht ab! Wie? Ich fahre mit meinem Shisha-Schlauch, ey! Geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, tut mir leid. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ja, Mann, fühl dich, Bro. Candy Crush, Herr Bundeskanzler. Das Candy Crush, Herr Bundes? Ich bin außerordentlich entspannt, aber es wäre vielleicht höflich, wenn Sie nicht Candy Crush spielen würden. Ah.
Herr Kurz, Candy Crush gehört nicht ins Parlament. Herr Rosenkranz, ich bin auch Candy Crush, oder was? Ja, oh, Österreich wild. Weil Sie sich gerade da zu Wort gemeldet haben. Wir spielten, machen wir kurz eine Candy Crush Pause. Alle eine Runde Candy Crush bis Level 13, dann machen wir weiter. Sportlehrer, wenn sie sehen, dass du einen Basketball wegschießt. Boah, Digga, da ist immer ganz schlimm. Da geht's direkt vorbei. Darf Revi, Dankeschön für deinen Zapkuss. Ganz. Wenn man draußen eine volle Fitte, Digga. Niemand. Oh, ja doch, Marvin und Kevin vielleicht. Digga, ist das ekelhaft. Erdbeer? Volleyball ist noch schlimmer. Komische Banane raus. Nee, das Bananen schon voll wechselt. Banane. Karamell. Boah, Digga. Bisschen Karamell. Zwei Bananen? Ja, meine ganz kleine. Wie nennt man Bären mit Schmuck? Eisbären. Junge, das ist behindert. Guck mal, da ist mein Penis. Da. Hier, ja, stimmt. Krass. Wer bist du? Erzähl mal. Was soll ich sein? Ich bin ein ganz normaler Mensch, ich bin niemand. Digga. Es wird so früher, wenn es geschneit hat, wenn es geregnet hat, wenn es geblitzt hat, Kugeln flogen. Ich bin durch 5 Meter Schnee gelaufen zu Fuß. Es hat gehagelt. Mich hat kein Bus abgeholt. Ganz schlimm, Digga. Also meine Eltern, die waren nicht in der Schule. So ein Mist. Naja. Ist wirklich so. Kann ich jetzt auch nichts machen. Digga. Gut, schauen wir nochmal ganz kurz bei Jesus von Nazareth rein, meine Freunde. Hoffen wir einfach, dass es da was Neues gibt. Ganz, ganz wichtig. Hier, den können wir uns noch reinziehen, Leute. Muss man ja auch auf 10 Minuten kommen, klar. Das ist wieder täglich. Besser. Code Revinzeit, wenn nicht, ich schwöre, ich drehe hier durch. I guess I'll lose this every time. I need to roll you. Boah, halt deine Fresse, wirklich. Boah, Junge. Ein Kollege von mir hat eine Nachricht für euch. Macht keine Faxen, ihr Selleme, bevor ich komme. Passiert. So ein Ding ist das, Wallahi. Der Kampf gewinnen, Mike. Er ist brutal getrainiert, wie eine Maschine. Traktor, ja, Panzer. Er ist bam, bam, bam. Ich will einen schönen Kampf dies zum Werden. Dies das, bam, 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 in Gesicht. Samstag. Ich will einen guten Kampf zu schauen, zum Sehen, alles. Aber er ist so krass, brutal. Brrr. Die denken, zweite Runde, erste Runde, K.O. macht ihn. Brutal, kann nicht bewegen mehr, dieser Mann. Genau. Gegner vor ihm, keine Chance gegen ihn. Er ist brutal getrainiert. Wie trägt man Parfum auf, wenn man kein Parfum hat? Gar nicht. Dann kannst du kein Parfum auftragen. Bye, bye. Danke, Jeremy. Danke. Ohne Jeremy Fragrance, meine Freunde, ich wäre jetzt kein Millionär. Ich sag's, wie es ist. Nicht verdreht. Gisela, dein Bein nicht verdreht. Nilly Vanilli, iPad, WLAN, Internet! Ganz wild. Der Jarak. Ich schwöre, so dumm können Deutsche nicht sein, dass die auf sowas nicht reinfallen. Jarak. Was ist denn mit... Jarak. Ey. Jarak. Ey. Auch ein außergewöhnlicher Name habe ich so, glaube ich, auch noch nicht gehört. Mann, als ob... Also, Digga... Dann haben wir echt ein Problem. Dass das illegal ist. Was machen wir? Das ist illegal. So, jetzt passt mal auf. Ihr bleibt jetzt hier stehen, ich rufe die Polizei. Ich rufe jetzt die Polizei. Und wisst ihr, was das Beste daran ist? Oh, da hat das Mero-Konzert hops genommen. Mann, das war doch nur ein Spaß. Bitte beruhigt euch. Ich mach doch nur Witze, bitte. Das ist einfach mein Twitch-Chat. Das Beste. Digga, der geht auf die Knie und... Ah, Bruder. Der ganz... Das war... Leute, Leute. Das war nur ein Spaß. Der muss sich richtig scheiße nachgefühlt haben. Aha, wie schön. Danke. Nicht du. Digga. Das ist... Ach, ach. Carnifex, was geht? Mein Gott. Hör wo, du ab! Es gibt Frauen!
Schon die uns betrügen. Was? Wie sie heißen. Traurig. Das wissen wir. Und was sie tun, das wissen wir. Das wissen wir. Wir wollen sie nicht. Nein, wollen wir nicht. Bessere Adlibs als Luciano. Wir wollen nach vorne gucken. Wen wollen wir nicht? Hör! Wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht. Wer? Wir gucken nach vorne. Wer? Nach vorne. Ja. Ah. Was meinst du? Wir sind die 311 Hood Gang. Ja, dra. Yo, ich sag. Und das ist Real Rap. Mein Fidget Spinner ist gelb. Aha. Ähnlich wie die Farbe Gelb. Oh. Ich, wenn ich ein Stück Scheiße gefressen habe, hört genau hin. Jetzt hat er den massiven Schlag auf die Zunge, die Eiche. Ach nee, ich, wenn ich einen Schwanz im Mund habe, sorry. Explodiert, bursting. Ja. Mit ja, einer Würzigkeit, sofort setzt Speichelfluss ein, dass man nochmal schlucken muss. Ja. Breitet sich wohlig warm im Mund aus, belegt Zunge und Gaumen. Das ist dann quasi der Orgasmus. Hey Leute, wir trinken Energy, obwohl es unsere Mami so nicht erlaubt haben. Wird eine Anzeige geben. Den Energy-Trinker mit dem besten Really. Hat der eine VR-Brille auf oder hat der einfach einen Helm an, der aussieht wie ein Stormtrooper? Wäre so geil, wenn er jetzt hinfällt. Ja! 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 Yo! Juhu! Geil! Boah, geil, ey, wie Kinder sich verletzen, Zehner.